Was ist dir heilig? Auf die Frage hatte ich jetzt ungefähr eine Minute Zeit zu überlegen, aber was mir wirklich heilig ist, ist die Gemeinschaft mit Menschen. Angefangen vom im ganz Kleinen, in der Keimzelle, die Gemeinschaft, das Füreinander-Dasein in der Familie, in der Partnerschaft, über den Freundeskreis oder das Zusammensein und Zusammengehörigkeitsgefühl und das Füreinander-Dazusein in einem Verband, wie jetzt zum Beispiel den Maltesern. Aber im Optimalfall, und dann würden wir natürlich schon in den Bereich der Wünsche und Träume kommen, wäre es mir heilig, wenn irgendwann natürlich alle Menschen als Gemeinschaft funktionieren, zusammenarbeiten, zusammenhelfen würden, statt in der uns eigenen Ellbogengesellschaft nur primär sein eigenes Wohl vor Augen zu haben. Das wäre eigentlich das, was ich jetzt sofort mit dem Begriff heilig assoziiert hätte, obwohl es vielleicht ein bisschen weit hergeholt ist.